Nächster Abschnitt, Treibjagden und öffentliche Güter. Also die edlen Wilden von Jean-Jacques Rousseau, die sind natürlich Fiktion. Ebenso die mörderischen Psychopathen von Thomas Hobbes. Ob es für die Theorie des Gesellschaftsvertrags überhaupt eines sogenannten Naturzustands bedarf, mag übrigens bezweifelt werden. Aber wenn, dann sollten wir wohl an die frühesten menschlichen Gesellschaften zurückdenken. Und das waren Gruppen von Jägern und Sammlern. Sie dominierten mindestens 9/10 unserer Geschichte. Es gibt heute nur mehr sehr wenige davon. Sie zeichnen sich aus durch einen relativen Mangel an Hierarchie der Gruppe und relativen Mangel an persönlichem Eigentum. Es gibt auch kaum Arbeitsteilung, außer der zwischen Mann und Frau. Kriege in unserem Sinn gibt es nicht, wohl aber mörderische Raids, die im Lauf der Zeit durchaus zur Auslöschung ganzer Stämme führen können. Die Kooperation, die menschliche Gesellschaften so auszeichnet, die äußert sich eben in solchen Raids und in ihrer Abwehr. Und weiters etwa in der Beaufsichtigung des Nachwuchses, in der Verteidigung gegen Raubtiere und in der Jagd. Das ist nur passend, wenn wir auf das berühmte Beispiel von Jean-Jacques Rousseau zu sprechen kommen, die Treibjagd. Wenn mehrere Jäger zusammenarbeiten, so schreibt Rousseau in seiner Rede über die Ungleichheit, dann können sie gemeinsam einen Hirsch erlegen und aufteilen. Läuft aber einem von ihnen ein Hase über den Weg, so ist für ihn die Versuchung groß, die Treibjagd sein zu lassen und dem Hasen nachzustellen. Erlegt er den Hasen, dann gehört ihm der Hase ja ganz allein. Das freilich gefährdet den Erfolg der gemeinsamen Jagdpartie. Das ist ein klassisches Beispiel für ein Sozialdilemma. Der Eigennutz gefährdet den Gemeinnutz. Sie ahnen schon, dass das Gefangenendilemma hier seinen Kopf heben wird. Also ähnliche Situationen gibt es zuhauf in archaischen wie in modernen Gemeinschaften. Zusammenarbeit ist gut, aber man muss sich auf die anderen verlassen können. Es ist unter Soziologen wohlbekannt, dass sich Selbsthilfegruppen ganz spontan und informell bilden können, ohne jegliche gesetzliche Richtlinie. Zum Beispiel ein Blitz fährt in einen Stall und tötet sämtliche Schafe. Der Hirte steht vor dem Ruin. Da schenkt ihm jeder Nachbar ein Schaf und schon hat der Hirte wieder eine Herde. Natürlich wird von ihm erwartet, dass er seinerseits, wenn es irgendwann einen anderen trifft, hilft. Oder ein Beispiel aus der Zeit des Manchester-Kapitalismus vor 200 Jahren. Lang vor den ersten Gewerkschaften bildeten dort Arbeiter sogenannte Sick Clubs. Sie zahlten in eine gemeinsame Kasse, um einander in Krankheitsfällen beizustehen. Der Brite Robert Sutton hat dafür ein Modell vorgeschlagen, das sogenannte Mutual Aid Game. Wir wollen es wechselseitige Hilfe nennen. Es kann mühelos in einem Spiellabor nachgestellt werden. Also die Teilnehmerzahl sei M, zum Beispiel M gleich 5. Jeder von den Spielern kann ohne Kontakt und Rücksprache mit den anderen entscheiden, ob er einen Einsatz C als Hilfe für die anderen spendet oder nicht. Sein Einsatz wird vom Spielleiter mit einem Faktor R, der größer ist als 1, multipliziert und dann zu gleichen Teilen an die anderen ausbezahlt, an die anderen. Ja? Wenn es zum Beispiel M gleich 5 Teilnehmer gibt, dann wird an die 4 anderen ausbezahlt. Wenn wir R gleich 3 für den Multiplikationsfaktor annehmen, so erhält jeder Spieler von jeder Spende 3/4. Jeder Spende eines anderen.
Allgemein, wenn MC die Anzahl der Spieler ist, die einzahlen, und MD die von den anderen Spielern, den Drittwettfahrern, wobei natürlich MC plus MD gleich M ist, die Gesamtgröße der Gruppe, dann ist die Auszahlung für einen Spieler, der zur wechselseitigen Hilfe beiträgt, AC, ist durch diesen Ausdruck gegeben. Denn er oder sie zahlt C, es gibt das Minus C, und erhält von jedem der anderen Spieler, die einzahlen, daher das MC minus 1, erhält er einen Teil, nämlich ein M minus Eintel. Denn der Spender selbst, dem kommt von der Spende ja nichts zugute. Ist zum Beispiel der Einsatz C gleich 20 Euro und die Teilnehmerzahl 5 und der Multiplikationsfaktor R gleich 3, so erhält ein Spieler 60 weniger 20, also 40 Euro, wenn alle in der Gruppe etwas beitragen. Wenn er dagegen der Einzige ist, dann zahlt er 20 Euro an Hilfe für die anderen und bekommt selbst nichts retour. Er oder sie wird sich also ausgebeutet fühlen. Für einen Ausbeuter oder Trittbrettfahrer, also einen Spieler, der nichts beiträgt, ist die Auszahlung A oben D. Das ist RC mal MC, die Anzahl der Kooperatoren, dividiert durch M minus 1. Es gilt stets, dass die Auszahlung von AD, also die Auszahlung der Trittbrettfahrer, größer ist als die von den Kooperatoren. Der Einzelne maximiert also seine Auszahlung, wenn er nichts beiträgt. Eigennutz führt also dazu, nichts einzuzahlen. Aber das ist ein sehr kurzsichtiger Eigennutz, denn wenn sich alle daran halten, dann bekommt niemand etwas. Stellen wir uns vor, dass das Spiel über mehrere Runden gespielt wird. Stets schneiden die Trittbrettfahrer besser ab. Wenn jetzt die Spieler dazu neigen, erfolgreichere Mitspieler zu imitieren, dann wird es immer weniger und weniger Spieler geben, die ihren Beitrag leisten. So bricht das scheinbar so vorteilhafte Prinzip der wechselseitigen Unterstützung zusammen. Ja, hier tut sich also wieder eine soziale Falle auf, ein Dilemma. Durch Eigennutz in den Ruin. Dieses Spiel sieht natürlich genauso aus wie das Spendespiel. Und tatsächlich, wenn es nur zwei Teilnehmer gibt, so ist es nichts anderes als das Spendespiel. Das B entspricht da dem R mal C. Bei mehr als zwei Teilnehmern ist aber die wechselseitige Hilfe komplizierter. Denn jetzt wird der einfache Grundsatz der Reziprozität nichts mehr nützen. Wenn einige meiner Spieler C spielen und andere D spielen, mit wem reziproziere ich dann in einer kommenden Runde? Wenn ich meinerseits auch meinen Beitrag einstelle, dann schade ich ja gerade denen, die kooperieren, genauso wie den anderen, die mich ausgebeutet haben. Ja, die wechselseitige Hilfe hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer wechselseitigen Versicherung. Der Unterschied ist, dass man bei einer Versicherung zwar regelmäßig einzahlt, aber hoffentlich nur selten in eine Notlage kommt und dann bezahlt wird. Man stellt sich also vor, dass die Auszahlung einen Erwartungswert darstellt. In den meisten Runden bekommt man nichts, aber gelegentlich bekommt man eine sehr hohe Summe, nämlich dann, wenn man es braucht. Der Multiplikationsfaktor R größer als 1 kann so interpretiert werden, wenn ich in einer Notlage bin, ist mir jeder Betrag sehr viel mehr wert als üblicherweise. Übrigens oft untersucht man an der Stelle des Mutual Aid Games das sogenannte Public Good Games, benannt für das öffentliche Gut. Der Unterschied ist hier, dass die Summe der Beiträge, nachdem sie mit dem Faktor R größer als 1 multipliziert wurde, auf alle Spieler zu gleichen Teilen ausbezahlt wird. Also jeder Spieler erhält aus dem öffentlichen Gut denselben Beitrag, nämlich R mal C mal MC, das ist die Anzahl derer, die etwas beigetragen haben, dividiert durch M, durch die Größe der Gruppe.
Wer kooperiert, ist natürlich immer um seinen Beitrag C ärmer. Die Auszahlungen sind also so, wie sie hier stehen. Das bedeutet, wenn ich C, den Beitrag C, beigetragen habe, dann kriege ich davon einen Bruchteil, nämlich ein R-Ämtel, wieder zurück. Wenn R kleiner als M ist, was übrigens immer vorausgesetzt wird, dann hat man es hier wieder mit einem Sozialdilemma zu tun. Als Trittbrettfahrer ist man hier also besser dran. Für das öffentliche Gut gibt es viele Beispiele. Denn meist profitiert man ja auch vom eigenen Beitrag, wenngleich der Rückfluss nur ein Bruchteil ist. In unserem Zahlenbeispiel, also wenn wir M gleich 5 Mitspieler haben und der Multiplikationsfaktor R gleich 3 ist, die Beitragskosten C gleich 20, dann bekomme ich von meinen 20 Euro 12 zurück, also 3/5 von dem, was ich eingesetzt habe. Ob nun aber öffentliches Gut oder wechselseitige Versicherung, wenn alle Beiträge tragen, dann gewinnt jeder R minus 1 mal C, also in unserem Zahlenbeispiel 40 Euro. Und wenn niemand beiträgt, dann bekommt natürlich niemand etwas. Also typische Situationen für derlei Spiele außerhalb des Labors, zum Beispiel junge Elternpaare tun sich zusammen, um abwechselnd die Kinder auf dem Spielplatz zu überwachen. Der Trittbrettfahrer ist aber immer gerade dann verhindert, wenn die Reihe an ihn kommt. Übrigens sind in diesem Beispiel alle Väter abwesend. Und vielleicht sind es eben die Trittbrettfahrer in diesem Beispiel. Anderes Beispiel: beim Bau eines Hauses steht ein Einzelner oft vor unüberwindlichen Aufgaben. Schon das Einhängen einer Tür ist für einen allein extrem schwierig. Ja? Da ist es gut, wenn sich die Nachbarn zusammentun. Wenn aber dann immer einer, wenn er helfen muss, sich herausredet, er hat gerade Hexenschuss vielleicht, muss im Bett bleiben oder so, dann wird das Prinzip natürlich sabotiert. Auch bei der Mammutjagd ist es gut, Helfer zu haben. Aber wenn deren oberste Maxime darin besteht, nie dem Mammut am nächsten zu kommen, dann wird die Jagd erfolglos sein. Und die Verteidigung eines Schutzwalls beim Angriff erfordert Kooperation. Ebenso etwa ein Raubzug auf einem Wikingerschiff. Ein Drückeberger in den eigenen Reihen profitiert vom Erfolg wie die anderen, stellt aber diesen Erfolg in Frage. Oder weniger abenteuerlich ist die Reinigung der gemeinsamen Küche in einer WG, einer Wohngemeinschaft. Hier soll, hört man, das Sozialdilemma öfters zuschlagen. Zum geflügelten Wort wurde die Tragödie der Allmende. Allmende, das waren gemeinsame Weideflächen, die dem ganzen Dorf gehörten und die oftmals übergrast und dadurch ruiniert wurden. Denn wenn ein Bauer ein extra Stück Vieh auf die Allmende schickt, dann kommt die Milch und das Fleisch nur ihm zugute. Aber die Belastung des gemeinsamen Weidegrunds, die tragen alle. Heute gibt es nicht mehr viel Allmenden, aber die Tragödie der Allmende, die hat sich jetzt auf die Weltmeere verlagert. Zu den öffentlichen Gütern zählen reine Luft, reiche Fischbestände oder der öffentliche Nahverkehr und immer gibt es da Ausbeuter, Trittbrettfahrer, Schwarzfahrer, Schwindler, Defektoren. Aber was passiert jetzt eigentlich im Spiellabor? Es sind hier hunderte von Experimenten durchgeführt worden. Oft haben die Spieler nicht nur die Alternativen 0 oder C, also nichts oder alles, sondern es wird ihnen freigestellt, einen beliebigen Betrag zwischen 0 und C einzuzahlen. Also sagen wir zwischen 0 und 20 Euro. In der ersten Runde ist das Resultat dann etwa so, wie wir es vom Gefangenendilemma her erwarten können. Der durchschnittliche Beitrag liegt in der Mitte, hier also etwa 10 Euro. Danach, da nehmen die Beiträge fast immer ab, von Runde zu Runde. Lernen da die Spieler selbstsüchtig zu sein? Imitieren sie die Spieler, die besser abschneiden? Also imitieren sie die Trittbrettfahrer? Oder werden sie es einfach leid,
sich ausbeuten zu lassen. Also hier ein berühmtes Beispiel von einem Versuch, der in vielen Städten durchgeführt wurde. 10 Runden, ja. Wir wollen nicht auf die Unterschiede eingehen, obwohl gerade die für die Kulturwissenschaften natürlich interessant sind. Aber der allgemeine Trend ist völlig klar. 10 Runden und die Beiträge nehmen von Runde zu Runde ab. Am Anfang wird ungefähr die Hälfte eingesetzt und dann immer weniger. Das Spiel wird unrentabel. Die soziale Falle schnappt zu.